Was geht ab? Vlogski, Miami Art Basel Edition. Wir haben jetzt Mittwochmorgen. Heute Abend, ehrlich gesagt, um 10 p.m., also um 22 Uhr, geht's nach Miami. Ich habe jetzt schon hier, wie ihr im Spiegel sehen könnt. Ne, könnt ihr nicht sehen, doch. Jetzt schon gepackt, alles mit mir. Werde jetzt in die Stadt fahren, werde die Sachen bei Lyria abstellen, werde noch ein paar Erledigungen tätigen. Ich muss noch ein paar Sachen einkaufen, denn von 5 Grad Regen fliege ich heute zu 35 Grad Sonne. Deswegen habe ich leider zurzeit nicht so die richtigen Klamotten dafür. Deswegen hole ich ein paar Basics. Und ich nehme euch mit. Vlogski XXL incoming. So, sehr wichtig, Pre-Abflug. So, meine Sachen hier gedroppt alle bei Lyria hinterm neuen Weihnachtsbaum. Und jetzt klein mit Käschchen. Danach hoffentlich weiße Air Force irgendwo finden für den Trip. Dann wird sich bei Dave's noch eine Double Knee gezogen. Hier, Dave's, LBG, treue Zuschauer wissen Bescheid. Und ja, danach Mittagessen und ein paar erledigten E-Mails geht's zum Flughafen. Wichtig und richtig, Freunde. Eben gekauft. Box lasse ich jetzt bei Lyria über die 4 Tage. Und die werden eingetütet jetzt hier. Zack. Nichts besser als frische weiße Air Force. Nichts besser. Ist jetzt hier wichtig, weiße Double Knee für Miami. Miami Vibes. Und dann noch hier so ein Real Tree Tuch, was man sich einstecken kann. Game Winner. Ich habe noch einen draußen. Der Bruder hat noch 3 draußen. Jetzt ein Double. Sü. So, Ansage geht raus an alle meine Zuschauer. Wer mich irgendwann mal trifft, ist herzlich dazu eingeladen, Backgammon gegen mich zu spielen. Und sollte die Person gewinnen, gibt es 2 MLMH-Pieces for free. Weil keiner kann mich besiegen in Backgammon. Guckt euch das an, was ich gerade gemacht habe hier. Kurzes Status-Update. Ich bin immer noch in New York. Ich bin noch in Soho gerade. Wir haben 6 Uhr jetzt. Um 7.30 Uhr mache ich mich auf den Weg zum Flughafen. Ich will dort um 8.30 Uhr sein, denn um 10.30 Uhr geht der Flieger. Und dann bin ich um 1:30 Uhr morgens in Miami. Maybe mache ich einen ganz wilden und gehe von da aus auf eine Afterparty. Vielleicht gehe ich aber auch einfach schlafen, was, glaube ich, wahrscheinlicher ist in meinem Fall. Aber ja, ihr seid dabei. Yo, Last Supper, letztes Abendmahl hier mit den Brees. Yo, what's your name and where you from? What's your name and where you from? No crust. You wanna? Have I not seen you on like the Gant worldwide social channels? Yo, aren't you like the marketing like CEO of, or the CMO of Timberland? Yeah, there's a trouble. Kurzerhand musste dann doch auf Uber umgesprungen werden, da der Anschlussbus 20 Minuten Verspätung hatte und ich das nicht riskieren will, jetzt hier um Mitternacht den Kimmerflug zu verpassen. Deswegen, Freunde der Nacht, manchmal muss man flexibel sein. Also, leider muss das aufgegeben werden, deswegen musste ich kurz den Lachs hier befestigen, was auch schwieriger ist als Mathe-Abi, habe ich gerade festgestellt. Aber so, haben wir jetzt hinbekommen und jetzt geht es in die Sicherheitskontrolle. Wir haben jetzt kurz nach 2 E-Mail. Es ist einfach so warm hier. Wir haben jetzt 2 Uhr morgens. In New York würde ich mir den Ass abfrieren. Und hier ist es einfach safe 28 Grad gerade. Erster Tag Miami. Einfach wach werden zu Regen. Day 1. Wie eben schon gesagt, mit geilem Wetter gestartet. Wir linken jetzt den Homie John aus New York. Wir gehen ein bisschen was snacken. Wichtig, Powerbank. Wichtig, Sonnenbrille. Eigentlich nicht so wichtig heute, aber
die ist von Stussy. Wird John gelinkt und dann essen wir was, danach ins Virgil Museum und danach linke ich die Homies Lizzie, Yaya und Lucas im Soho House und ja, dann schauen wir weiter, ne, Freunde. You're the boy John. Yeah, what's your name, where are you from? Kleinen Lunch, kleinen Action hier mit Bo, gesund und so. Und dann, ja. Wer weiß, was der Tag noch so bringt. Yo, that's our Uber Black. Yo, stop, bro. Yo. For one thing. Touchdown, Ruble Museum, Virgil Abloh Expo. Let's get it. Sieht nach einer Schlange aus, aber kriegen wir hin. Okay, wir haben uns hier reingeschlichen, ja. Irgendwie am Eingang vorbei. Aber das heißt reingeschlichen, wurde einfach nicht kontrolliert, sind einfach reingegangen. Also wir haben jetzt keine Tickets oder so. Aber wir finden aber nicht den Virgil Abloh Part. Das ist so riesig hier. Hier gibt es 3 Millionen verschiedene Räume. Und ja, keine Ahnung, Alter. Ich will jetzt diese Expo hier sehen, alle. Ich will das jetzt sehen hier. Yo, wir Jibs sind einfach komplett auf die falsche Exhibition gegangen und haben jetzt erst den Weg zu Virgil gefunden. Wir waren auf irgendeinem japanischen Art-Ding. Und jetzt sind wir bei, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, auf dem richtigen Gelände. Also, ich nehme euch mit. Reach those things and stay true to themselves and be a kind person. Yeah. 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 Gang pulled up to the... Ah, scheiße, haben wir nicht Englisch. Wir sind jetzt hier angekommen, One Hotel, den Weg zum Root Lamborghini Event. Gang, gang. 2 new gang members in it. Your erstes dickes L in dieser Art Basel Experience. Und zwar waren wir gerade, nachdem wir auf dem Root Lamborghini Event war und mit dem Homie connected habe, Ernst sehr, sehr sympathischer Dude auf die erste Konversation. Er hat ein cooles Gespräch, gut connected und dann sind wir zusammen sogar auf die nächste Party gefahren von AP zusammen mit, nur von AP, auf so einer privaten Island hier in Miami, in so einem Geisteskranken, in einer behinderten Villa. So die Girls, mit denen wir waren, alle direkt rein. Und dann kamen so, also dann haben die erst so zu den Jungs, also inklusive Luigi, haben die gesagt, ja, draußen warten. Und dann kamen 10.000 Leute von, like, so die wir kannten, haben uns halt abgedappt und kamen rein. So Bloody Osiris, andere Köpfe. Leon Starino, so solche Leute halt aus so deren Umkreis, kam rein, kein Problem. Und dann nach 20 Minuten haben die einfach zu meinem Homie, mir und Reggie und seinen zwei Homies gesagt, ja, nee, Satz mit X, das wird wohl nix. Und ja, das sind dann so die Schattenseiten. Travis Scott kam kurz raus, also auch geisteskrank. Ist jetzt schade, wenn man sich überlegt, dass man ungefähr einen halben Meter von einer Party entfernt war, auf der halt nur Travis Scott, Stussy Baby, Zack Bia, die ganzen Konsorten halt sich befinden, dann doch abgelehnt wird. Aber so ist das Leben. Wir fahren jetzt hier zur nächsten Party von Kai Tranada und von Pedro, wo wir auf der Gästeliste sind zu 1000%. Und ja, genau. Aber ich dachte mir, das muss auch in den Vlog kommen, weil sowas passiert nicht alle Tage, dass man so nah und doch so weit entfernt zur gleichen Zeit ist.
Projekts hier. Es ist jetzt 3:30 nachmittags. Ich bin gerade aus den Federn gekommen. Wie man meiner Stimme vielleicht annimmt, war es gestern eine lange Nacht. Ich bin nach dem Audemars Piguet-Fiasko bin ich in den Design District gefahren, wo ich auf der Gästeliste war für eine Caterinada Afterparty. Da waren dann hinterher auch halt so ein paar Kollegen, die auf der AP-Party waren, sind dann auch noch da hingekommen, deswegen war das eine ganz lustige Angelegenheit. Aber ja, die Nacht wurde dann sehr lang, sehr, sehr lang, unerwarteterweise. Und ja, jetzt gehe ich den Tag langsamer an. Nachher habe ich ein Meeting im Soho Beach House hier mit einem potenziellen Geschäftspartner. Und danach Soho Beach House Party. Ich nehme euch wieder mit. Let's go. Kleines Update. Ich habe jetzt was gegessen bei Chipotle. Kurz Starbucks geholt, um auf Leben klar zu kommen. Und nachdem jetzt gerade 5 Uber von mir nacheinander abgesagt haben, die mich über die Brücke von Miami Design District, wo ich jetzt bin, drüben nach Miami Beach bringen, habe ich mich dazu entschlossen, einfach hier auf den Bus zu warten. Es gibt leider keine andere Option jetzt, keine Ahnung, jetzt nach dem 5. Mal Uber gecancelt worden, dann hatte ich die Faxen dicke. Außerdem spare ich mir jetzt einen $70 Uber. Checkt ihr das? Das ist eine Strecke von 15 Minuten Autofahrt normalerweise. Aber wegen dem Verkehr und weil es nur eine Brücke nach Miami Beach gibt, wurde der Uber von, der normalerweise $20 kostet, einfach auf 70 gepusht. Ja, machst nichts. Wollen mein Geld nicht. Ich war wirklich so am Ende, dass ich gesagt habe, komm, scheiß drauf, $70, Hauptsache entspannt rüberkommen. Aber da jetzt 5-mal gecancelt wurde, nehme ich den Bus, spare ich $70, zahle $2, machen wir. Okay, fast forward, day 3. Leute, gestern war ein bisschen chaotisch, deswegen habe ich nicht so viel filmen können. Ich habe nicht viel gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich war im Soho House, habe mich mit meinem Homeboy Wally getroffen. Danach haben wir so ein bisschen gechillt, nur am Pool da und das gegessen. Dann war die Soho Beach House Party danach, die nice war, aber irgendwie viel zu chaotisch wurde am Ende des Tages. Ich zieh mal die Brille hier an, meine Augen sehen passed aus. Die viel zu chaotisch wurde hinterher. Und dann bin ich hinterher random einfach eingeladen worden in so einen Club, der Gala heißt. Und Real Talk, ich chill da so. Glaub, denk an nichts Böses, chill am Tisch vom Kollegen von mir. Auf einmal 20 Securities laufen rein. Ich so, was geht denn jetzt ab, Alter? Präsident der Vereinigten Staaten kommt. Auf einmal Travis Scott spaziert an mir vorbei, setzt sich an den Tisch neben mich. Kardashian-Familie, genau das gleiche. Kim war da, Kylie war da, Chloe war da. Father Kells war da, Banks, der Gründer von FaZe Clan war da. Bryson Tiller war an dem Tisch. Das war so skurril, so nicht, weil es jetzt wow, so berühmte Leute, sondern so die berühmten Leute zusammen, die Kombination an denen war sehr, sehr random. Serena Williams war auf einmal da und hat irgendwie mit Kylie zusammen getwerkt. So, ich habe wirklich gedacht, ich lebe in der Simulation. Aber ja, es war ganz interessant. Danach war der Rest des Abends auch denkbar blurry. Aber ja, deswegen habe ich halt nicht so viel filmen können gestern Abend. Und ja, jetzt Tag 3, ich bin auf dem Weg Käffchen trinken. Und danach gehe ich Bloody Dior und Osiris und Rowan bei deren Pop-Up besuchen. Die haben ja einen bei Alchemist oder wie der Laden heißt. Ja, das ist der Move. Sonst für den Rest des Tages habe ich jetzt keine großen Pläne bis jetzt. Nachher vielleicht das Essen irgendwo. Also definitiv, aber ich weiß noch nicht wo. Und heute Abend schmeißt Zach Bier wieder eine Party. Also ist so das übliche Programm. Deswegen, Freunde, heute versuche ich mehr zu filmen. They say more money, more problems. Bring on problems. I'm not in my room!
geht ab? Tag 4? 4. Art Basel. Gestern leider wieder reingekackt, auf gut Deutsch gesagt, nicht so viel filmen können. War wieder alles sehr blurry. Ich bin irgendwann um 4 Uhr nachts auf der Kai Trenada, hat eine private Hausparty geschmissen, und da ich halt mit seinen, also Leuten aus seinem Team ganz cool bin, habe ich die Eddie bekommen. Bin dahin und ja, war eine sehr lange Nacht. Jetzt habe ich mich gerade frisch gemacht. MLMH Army T-Shirt, wichtig und richtig. Chainski, Camo, Cargo und clean Air Force. Ja, falls zu einem Homie, da gehen wir wahrscheinlich kurz was snacken auf Klein. Danach wollen wir wirklich mal ins Museum gehen. So, Sinn und Zweck von Art Basel ist ja eigentlich die Kunst. Und dann schauen wir, ne? Mittagessen irgendwo. Heute muss ich ein bisschen arbeiten am Laptop. Und ja, das ist der Schlachtplan. Ich würde sagen, ich nehme euch wieder mit. So, nachdem ich jetzt gerade bei Homie kurz in der Crib gearbeitet habe, wurden wir jetzt reingeladen. Homie hat noch VIP-Tickets übrig gehabt für so eine Scope-Art-Ausstellung, die um 8 zumacht, deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Und ja, schauen wir mal, was der Lachs hier so drauf hat, ne? Guten Morgen, Freunde der Nacht. Gestern war relativ unspektakulär. Ich bin nicht rausgegangen am Ende des Tages. Ich war zu Hause hier in der Crib, hab ein bisschen, ich sehe pest aus, hab ein paar Sachen erledigt, musste arbeiten noch, auch für Schule übrigens, weil der Bray ist immer noch in der Uni. Deswegen gab es nicht viel zu filmen. Ich habe ein paar Eindrücke aufgenommen. Und ja, jetzt nähern wir uns auf dem Ende zu. Ich muss eben was snacken irgendwo. Also ich will irgendwo frühstücken gehen. Und danach dippe ich zum Flughafen. Ich habe jetzt hier gepackt. Alles schön ordentlich hinterlassen, ne? Gefaltet, wie ich das gehört. Ganz aller Japan-Nationalmannschaft hier. Dementsprechend, ich suche jetzt nach einem Breakfast-Spot. Und dann geht's los. Also der Breakfast-Spot hatte zu, leider. Die Spezialisten haben nicht die richtigen Öffnungszeiten angegeben auf Google. Also musste ich mir jetzt direkt den nächsten Uber holen, direkt zum Flughafen. Und ja, deswegen. Kapitel Miami ist zu Ende fürs Erste. Jetzt geht's nach Hause. Hier Empanada con Pollo geholt bei Café Versailles. Das ist ein kubanischer Spot. Frischen Eiskaffee. Dann noch so zwei, drei andere Pastries. Super, Wiener 1. Erinnert mich ein bisschen an die Empanadas, die meine Oma früher mal gemacht hat, als ich ein Kind war. Deswegen manchmal die simpelsten Sachen, das war irgendwie so ein cheaper Spot, ich habe für so drei Empanadas und Kaffee zusammen einen Zehner gezahlt. Das sind ernst die besten Sachen, Loki. Nicht immer, aber manchmal hauen die wirklich einen vom Stuhl. Super.